Hallo in die Runde. Stefan Groth ist mein Name und ich freue mich, dass wir jetzt hier in diesem Vortrag uns mal inhaltlich mit einem, wie ich finde, sehr, sehr, sehr spannenden Thema beschäftigen. Linux-Arbeitsplatz im Unternehmenseinsatz. Genau. Da haben wir zwei, drei Folien mitgebracht und ja, da wollen wir doch da mal inhaltlich durchgehen und schauen. Der Werbeblock ganz zu Anfang. Wer bin ich? Was ist das Unternehmen, für das ich sprechen darf? Stefan Groth ist mein Name von Gonikus. Gonikus ist ein Linux- und Open-Source-Software-Dienstleister. Gründungsdatum 2001 im ja, auch sehr schönen sauerländischen Arnsberg. Und wir beschäftigen uns ja, seit ein bisschen was mehr als 20 Jahren rund um Dienstleistungen im Kontext Linux und Open Source Software, wozu eben dann auch der Linux auf dem Desktop tatsächlich auch schon ja, seit 2001 so gehört. Das ist somit einer unserer inhaltlichen Schwerpunktthemen, die wir auch mit umgesetzt haben. Dementsprechend ja, freue ich mich, hier die Gelegenheit zu haben, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was wir da so für entsprechende Projekte umgesetzt haben und wo man vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen kann oder nicht. Hier auf dieser Folie habe ich einfach mal exemplarisch dargestellt, was ist so das Umfeld, wo wir jetzt ganz spezifisch auch Linux auf dem Desktop-Projekte eben umgesetzt haben. Das ist eine sehr breite, in Anführungsstrichen, ja, Kunden-Auftraggeberlandschaft, wo wir unterwegs waren. Das bezieht sich auf öffentliche Einrichtungen im kommunalen Umfeld, Landeshauptstädte, auf Bundesebene, aber eben auch auf Landesebene. Das sind Unternehmen mit aus privatwirtschaftlichem Kontext, Versicherungen, produzierende Unternehmen, also wirklich ganz, ganz, ganz breit durch die Palette, alle möglichen Unternehmen, die man sich da so vorstellen kann, wo wir in den letzten Jahren solchen entsprechenden Projekte umgesetzt haben. Da können wir wirklich auf eine lange Historie irgendwo verweisen. Ich habe hier einfach mal so einen exemplarischen ja, Screenshot mitgenommen. Wie sah denn sowas aus, wenn man solche Projekte gemacht hat? Hier beispielsweise mit einem ja, KDE 1 tatsächlich noch, auch schon zu der Zeit durften wir solche entsprechenden Projekte umsetzen. In den letzten, ja, 20 Jahren hat sich da auch optisch nur geringfügig was dran getan, ne? Das jetzt so ein moderner, ja, GNOME- und Desktop-Ansatz hier in dem Kontext sieht ein bisschen was aufgeräumter aus, aber soll auch nochmal so ein bisschen die Spanne unterstreichen, in der wir da unterwegs sind, ja, wo wir eben solche Projekte umgesetzt haben. Worum soll es gehen in dem Vortrag? Wir werden so ein bisschen ja, die Mauern öffnen, die Türen öffnen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und hier ganz bewusst auch mal die technologischen Rahmenaspekte ein bisschen außen vor lassen. Hier soll es wirklich um die organisatorischen Aspekte gehen, die zwischenmenschlichen Komponenten, die bei solchen Projekten meiner ganz persönlichen Erfahrung nach gerne auch mal vernachlässigt werden. Das soll wirklich der Schwerpunkt in diesem Vortrag sein, zu schauen, wenn ich mich mit Linux auf dem Desktop beschäftige, worauf kommt es eigentlich an, wenn wir jetzt mal nicht auf die Technik irgendwo achten? Das ist der Kerngegenstand, der Schwerpunkt von diesem Vortrag jetzt. Und das finde ich inhaltlich tatsächlich sehr, sehr interessant, weil wenn man sich diese Diskussion mal anschaut, jetzt im technologischen Umfeld, dann ist es doch erstaunlich häufig so, dass man eigentlich gar nicht so wahnsinnig oft über den Linux-Desktop irgendwo redet, ne? Wir alle kennen den Scherz, wann wird denn endlich das Jahr von Linux auf dem Desktop irgendwo sein? Und das ist dann doch wirklich ein Thema, was ein, ja, eine Nischendasein eigentlich hat in sehr vielen Kontexten. Und da habe ich mich gefragt, oder haben wir uns gefragt, worin liegt das denn überhaupt? Warum redet denn kaum jemand eigentlich über Linux-Desktops? Und in dem Kontext habe ich so ein bisschen das Gefühl, hatte ich so ein bisschen der Verdacht erhärtet, dass es scheinbar eine unlösbare Verbindung gibt zwischen diesem einen dominierenden Betriebssystem, dessen Namen ich jetzt nicht erwähne, und eigentlich der Arbeitsaufgabe. Ja, man betrachtet, dass das gar nicht, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Irgendwo eine Fachapplikation, eine Fachanwendung, ein Fachverfahren, worüber ich meinen täglichen ja, Modus operandi irgendwo abbilden kann, und das eigentliche Basisbetriebssystem. Das sind so in der Retroperspektive sehr häufig ein Thema, ein Konglomerat, wo man sich fragt, wie steckt das denn eigentlich alles zusammen? Und kann man das überhaupt so in der Form eben auflösen? Und in den letzten Jahren ist es sehr interessant, weil wir dort eben gesehen haben, da gibt es mehr und mehr auch ja, Beweggründe, Motivationen im Kontext der digital souveränen Plattform, über Abhängigkeiten zu sprechen, über Technologieabhängigkeiten zu sprechen. Hier jetzt, halt, weil die Begrifflichkeit aus dem politischen Kontext entstand, geht es dann auch sehr viel um die Technologieabhängigkeit im öffentlichen Sektor, aber da sind natürlich auch privatwirtschaftliche Unternehmen
ebenso von betroffen wie jetzt Organisationen aus dem öffentlichen Umfeld. Technologieabhängigkeit, das ist also das Thema, die Wahlfreiheit zu haben, eine Alternative zu vielleicht diesem einen großen und dominierenden Betriebssystem. Das ist wiederum ein sehr, sehr, sehr interessanter Aspekt, hier dann auch mal häufiger über Linux-Desktop weitestgehend eigentlich zu sprechen, eben mit dem Ziel, im Kontext der digital souveränen Plattform die Technologieabhängigkeit ein bisschen aufzulösen. Das heißt, wir müssen irgendwie darüber sprechen, wie kriegen wir solche Projekte eigentlich umgesetzt? Und in dem Kontext ist es sehr angeraten, hier wirklich mit allen jeweiligen beteiligten Zielgruppen darüber zu sprechen, was habe ich im Projekt konkret vor, wie ist meine Definition of Done, was ist diese eigentliche Zielformulierung und wie kriege ich das irgendwo umgesetzt. Da sollte man wirklich schauen, dass wenn man solche Projekte eben anstrebt, direkt von Anfang an möglichst alle Beteiligten irgendwo mit reinkriegt, wirklich alle relevanten Zielgruppen irgendwie berücksichtigt und das sind mindestens diese drei hier. Ja, das sind nicht alle, da gibt es noch weitaus mehr. Wenn ich jetzt beispielsweise einfach mal an ein sehr großes Projekt denke, wo ich vielleicht Desktop-Umgebung im vierstelligen Bereich irgendwo ausrollen möchte oder im fünfstelligen Bereich ausrollen möchte, dann hat man da auch sehr oft nochmal so ein juristischer Aspekt mit dabei. Das würde ich jetzt hier nochmal eben ausklammern. Will damit sagen, diese drei Zielgruppen sind es auf jeden Fall, mit denen wir darüber sprechen sollten, aber halt eben nicht alle, ja, aber mindestens diese drei. Also Anwender, sprich die Leute, die nachher auch tatsächlich vor dem Desktop sitzen und damit arbeiten dürfen. Die Technologen, damit meine ich dann Admins, Entwickler, DevOps, ja, also das ganze Technologieumfeld und dann schlussendlich noch, wir reden halt nun mal über den Projekt, müssen wir irgendwo die Kaufleute auch nochmal irgendwo mit ansprechen und schauen, dass wir dort ja Meinungen, Anforderungen mit reinkriegen, weil es einfach wichtig ist für den Gesamtprojekterfolg eben ja mit allen beteiligten Zielgruppen eben zu sprechen. Ja? Und in den nächsten Folien möchte ich ganz gerne diese jeweiligen Zielgruppen eben rausarbeiten, ansprechen und schauen, was sind Aspekte, auf die man achten muss, wo kann man Themen mitnehmen, was macht man vielleicht besser nicht. Das ist so ein bisschen der Charakter von den nächsten Folien, die jetzt hier folgen. Steigen wir ein mit den eigentlichen Anwendern. Das ist ganz gerne immer ein Punkt, den ich persönlich auch sehr interessant finde. Weil gerade wenn man so eine technologieorientierte Brille nochmal irgendwo hat, dann schaut man sehr stark auf das Werkzeug, man schaut sehr stark auf die Technologie, auf den coolen, modernen Scheiß, ganz salopp formuliert. Das sind Themen, da hat man Spaß dran, das möchte man gerne auch umsetzen und sich damit beschäftigen. Alles gut, gar keine Frage. In dieser Betrachtungsweise ist es dann allerdings auch häufig so, dass man gerne mal den Anwender, den eigentlichen User, der damit nachher arbeiten darf, sehr schnell vernachlässigt oder vielleicht nicht so 100% ernst nimmt. Ja? Und das ist eine entsprechende Komponente, die ich hier aufzeigen möchte, zu sagen, die Anwender aktiv mit einbeziehen. Ja? Sich vor Augen führen, das, was wir da gerade konzeptionieren, das, was wir da gerade entwickeln, das, was wir da gerade implementieren, der Projektgegenstand, ist am Ende des Tages ein Werkzeug für den User, der an einem Schreibtisch nachher sitzt und seine Arbeit dann eben mit verrichten möchte. Ja? Das muss man sich manchmal vor Augen führen, dass man einfach nochmal ganz klar auch akzeptiert, das ist ein Werkzeug, der soll damit arbeiten, bestmöglich. Und das wäre auch klasse, wenn er auch Spaß dabei hat. Ja, und sich wirklich freut, das einzusetzen und nicht mit Groll und Ärger da reingeht, weil nichts funktioniert, immer wieder abstürzt, das nicht zuverlässig ist. Ja, das sollte man alles eben mit dabei berücksichtigen. Es ist ein Werkzeug. Und dieses Werkzeug ist ja richtig nützlich, wenn es auch noch wirklich auf die Bedarfslage und Wünsche von dem Anwender zugeschnitten ist, ja, angepasst ist. Das heißt, die konkret Anwender aktiv mit einbeziehen. Was bedeutet das im Klartext? Dass man, bevor man solche entsprechenden Projekte eben umgeht, sich mal anschaut, in was für einem Umfeld bin ich hier unterwegs? Ja, bin ich beispielsweise in einem produzierenden Unternehmen unterwegs, wo die Leute, die mit dem Desktop arbeiten wollen, vielleicht in einer Fertigungshalle stehen, wo es auch mal laut, staubig sein kann? Ist es ein typischer Büroarbeitsplatz? Wenn ja, wie wird denn da eigentlich gearbeitet? Was ist das tägliche Geschäft der Leute, die an dem Schreibtisch sitzen? Ja, sich das also auch wirklich mal ganz bewusst eben anzuschauen. Tatsächlich auch wirklich mal auf die Leute zuzugehen, zu sagen, hey, kann ich mal Mäuschen spielen, eine halbe Stunde, Stunde, mal daneben sitzen, du zeigst mir mal, was du den ganzen Tag so machst, ich würde das gerne mal verstehen. Wirklich inhaltlich zu den Leuten gehen, mit den Menschen reden und gucken, wie wird denn da eigentlich gearbeitet?
Und vor allen Dingen auch, wo ist der Schmerz? Ja, vielleicht erkennt man in dieser Anführungsstrichen sehr frühen Phase schon, wo gibt es Themen, die man verbessern kann, weil man anhand von diesem Aspekt dann wirklich aufzeigen kann, dass man, wenn es denn zu einem Linux auf dem Desktop-Projekt kommt, gegebenenfalls schon mit dabei hat, wo man wirklich die konkrete Bedarfslage, die konkrete Problematik von dem Anwender irgendwo löst, anders macht, den Schmerz ein Stück weit lindert. Ja, das ist so die Idee mit dabei. Gelingt nicht immer, gar keine Frage, aber man hat eben die Möglichkeit, das eben so anzustreben, nur wenn man direkt zu Anfang auf die Leute halt zugeht und man wirklich sagt, komm, zeig mir mal, wie ist dein tagtägliches Geschäft, wie arbeitest du eigentlich? Ja, das ist so die Idee dahinter. Wenn man das dann macht und man geht ins Gespräch, man setzt sich mal daneben, dann wird man sehr, sehr, sehr häufig über das Thema Fachverfahren stolpern. Und das ist tatsächlich immer wieder etwas, was eine Einzelfallbetrachtung benötigt. Die Sache mit den Fachverfahren, die ist nämlich, und das ahnt man an der Stelle schon, relativ komplex. Ja? Sehr häufig sind das nämlich Fachverfahren, Fachanwendungen, Fachapplikationen, die für ein oder zwei ganz konkrete Bedarfslagen entwickelt worden sind, konzeptioniert worden sind. Und typischerweise ist es doch auch so, und das kann man wirklich als stereotypisches Beispiel auch verbringen, sehr häufig gibt es keine plattformübergreifenden Lösungen dafür. Ja? Das heißt, ich habe irgendwie meine Anwendung und die läuft halt nun mal nicht auf einem Linux oder in einem Browser oder sonst irgendwas. Ja? Das heißt, da habe ich schon immer wieder das Thema, wie gehe ich damit jetzt irgendwo um? Weil es ist uns ja auch nichts genützt, wenn wir jetzt überall Linux-Desktop ausrollen und dann die ganzen Fachapplikationen halt nicht mal laufen. Ja? Dann können wir es auch sein lassen, das brauchen wir halt nicht. Das heißt, diese Fachverfahren müssten wir auch dann schon mit in den Fokus setzen. Und da muss man tatsächlich jeden Arbeitsplatz mit jeder Anwendung ein Stück weit individuell betrachten. Was wird da eingesetzt? Gibt es das eventuell auch für Linux? Gibt es das eventuell, dass man das auch irgendwie aus dem Browser verwenden kann? Stichwort, plattformübergreifende Lösung. Das ist das Thema mit dabei. Man kann an dieser Stelle natürlich auch schauen, dass man tatsächlich auch die Fachapplikationen ein Stück weit mit ablöst. Ja, da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr, sehr viele Anwendungen, die ein Stück weit ähnlich zueinander sind oder aber kompatibel zueinander. Klassiker, LibreOffice zu einem Microsoft Office. Das war nicht immer so. Ja? Vor 10, 11 oder 15 Jahren war das wirklich ein Thema, wo man auf die einzelnen Dokumente nochmal schauen musste. Wie sind die gesetzt? Gibt es da irgendwelche Vorlagen, irgendwelche Makros, die mir nachher nochmal die Suppe versalzen können? Das ist schon wesentlich besser geworden in den letzten Jahren, gar keine Frage. Dennoch, auch da schaut euch wirklich die Dokumente an, mit denen da gearbeitet wird. Ja? Wenn da irgendwie ein Makro drin ist, was im Idealfall auch noch mehr schlecht als recht programmiert ist oder umgesetzt ist vielmehr, dann wird das mit einem Libre oder OpenOffice auch nicht so wahnsinnig viel Spaß machen. Ja? Das heißt, da will man auch schauen, was sind das für Dokumente, was sind das für Formulare, was sind das für Vorlagen, kann ich die eventuell auch mit anders setzen, wenn ich tatsächlich auch in dem Kontext hier auf den LibreOffice setzen möchte. Ja? Also auch das bitte mit in die Betrachtung reinnehmen. Es gibt aber auch technologische Ansätze im Kontext der Fernwartung zum Beispiel, wo es im Linux- und Open-Source-Software-Kontext sehr viele alternative Lösungen und Werkzeuge gibt, auf die man eben setzen muss. Auch das ist immer mehr ein Aspekt, den man da noch mit berücksichtigen kann. An dieser Stelle erleben wir dann in unseren Gesprächen zu solchen Projekten sehr häufig, dass man sagt, wir haben hier dieses Fachverfahren, das ist eine Anwendung, die setzen wir schon seit 10 Jahren irgendwo ein. Die Geschäftsbeziehung mit dem Lieferanten, mit dem Softwarehersteller, die ist eingeschwungen, die ist vertrauensvoll, man kennt sich, man schätzt sich, vielleicht auch ein freundschaftliches Verhältnis. Was können wir denn machen an der Stelle? Ja? Und da haben wir gelernt, wenn man auch da mal wirklich ganz offen auf den Softwarehersteller eben zugeht und sagt, schau mal hier, dieses und jenes haben wir irgendwie vor, wie siehst du denn eigentlich die Entwicklung von deiner jeweiligen Fachanwendung, dann ist es tatsächlich etwas, wo wir sehr gute Erfahrungen mitgesammelt haben. Ja, dass man zumindest mal ins Gespräch kommt und schaut, es gibt tatsächlich auch Ideen, eine plattformunabhängige Applikation bereitzustellen, dass man eben auch damit einen Anführungsstrichen einfacheres Spiel hat, diese jeweilige Anwendung dann auf dem Linux-Desktop eben einzusetzen. Ja? Wenn man sowas forciert, dass man sagt, wir wollen diese Anwendung komplett neu angehen, dann sollte man natürlich in dieser Phase schon die Chance nutzen, sage ich mal,
und so eine Neuentwicklung dann direkt auch, ja, plattformunabhängig und wenn es, ich glaube, nach uns allen geht, natürlich auch dann frei ausgestalten und konzeptionieren. Einen Start auf der grünen Wiese, Hand aufs Herz, ist natürlich unfassbar schwierig. Dementsprechend trotzdem gucken, dass man dann zumindest mit dem jeweiligen Softwarehersteller, wo man eine Applikation bezieht, dass man den mit einbezieht und das Gespräch führt, wie könnte man so ein Fachverfahren dann eben auch plattformübergreifend umsetzen. Genau. Wenn wir diese erste Zielgruppe der Anwender, der User mal zusammenfassen, was sind so die Take-Home-Messages zu dieser konkreten Zielgruppe? Was sind so die Lessons learned, die wir da in den letzten Jahren machen durften? Niemals gegeneinander, immer miteinander. Ja? Man wird in diesen Diskussionen, wenn man Projekte hat, auch an Punkte kommen, wo man überhaupt nicht einer Meinung ist. Wenn man da natürlich dann gegeneinander arbeitet und man das dann vielleicht auch ein bisschen despektierlich betrachtet, dann ist das schon so eine Grundlage dafür, dass es nachher vielleicht in der Projektumsetzung relativ schwierig werden könnte. Ja? Das heißt, immer wieder schauen, dass man an einen Tisch kommt, das Gespräch führt, irgendwo einen Konsens rausarbeitet. Es geht wirklich um das Werkzeug. Ich habe es eingangs gesagt, es ist ein Werkzeug, was wir schaffen wollen für die einzelnen Anwender. Darum soll es gehen, das muss im Fokus sein und das geht halt nur miteinander. Ja? Keine ideologischen Diskussionen führen. Gerade auch, wenn man aus so einer Technologie-Sichtweise drauf guckt, dann sagt man halt sehr häufig, ja, ist doch besser, deswegen machen wir das doch hier an der Stelle und warum diskutieren wir überhaupt darüber? Ja, das ist jetzt mal ganz salopp zusammengefasst, so ein Bild, was ihr sicherlich alle aus anderen Projektkonstellationen auch immer kennt. Die Ideologie an der Stelle hier sollte man ja komplett außen vor lassen und sich wirklich auf das inhaltliche Werkzeug nochmal konzentrieren. Ja, und dann schlussendlich, ein Linux-Desktop-Arbeitsplatz im Unternehmenskontext passt bestimmt für super viele Anwender, aber ganz bestimmt nicht für alle. Ja? Das heißt, wenn ich solche Projekte angehe und ich setze mir beispielsweise als Ziel 100% aller Bildschirmarbeitsplätze, die ich in meinem Unternehmen so habe, auf einen Linux zu migrieren, dann wäre das so ein Aspekt, wo ich sagen würde, nee, das sollte man vielleicht von Anfang an nicht so machen. Man sollte schauen, wo kann ich eine Migration anstreben? Je mehr es sind, desto besser ist es, gar keine Frage. Es werden aber nicht alle sein. Ja? Und da muss man von Anfang an in seiner Projektkonstellation das einfach berücksichtigen. Es passt für viele, aber ganz bestimmt nicht für alle. Ja? Und das wären so die, in Anführungsstrichen, drei Aspekte, Lessons learned. Wenn wir die Gespräche mit den Anwendern führen, dann sind das so die, ich nenne das ganz gerne immer Rahmenparameter und Leitplanken, an denen wir uns orientieren sollen oder sollten bei der Zielgruppe Anwender. Kommen wir auf die nächste. Die Zielgruppe der Admins. Admins ist jetzt hier als Begrifflichkeit bitte nur sinnbildlich zu verstehen. Was meine ich damit eigentlich? Versierte Anwender. Ja, das ist das, was ich damit eigentlich meine. Also Admins, Entwickler, DevOps, all die wissen, was am 25. Mai eigentlich für ein Tag ist. Ja, das ist so dieser Kontext, wo wir da unterwegs sind. Und diese Menschen, diese Zielgruppe ist dahingehend sehr interessant, weil sie kann ein Stück weit Fluch und Segen gleichzeitig sein. Ja? Auf der einen Seite Segen, man hat sehr häufig ein angenehmes Gesprächsumfeld, man hat sehr häufig gleiche Argumente, sehr häufig gleiche Sichtweisen, man ist gleich und gleich gesellt sich gern. So möchte ich mal ganz salopp zusammenfassen. Das macht dann schon Spaß. Man muss fairerweise aber auch sagen, auf der anderen Seite neigen Experten ganz gerne mal zum Selbermachen. Ja? Und wenn ich im Unternehmenskontext über einen Linux-Desktop nachdenke, dann heißt das auch, dass das ein zentral gemanagtes System irgendwo ist, wo ich natürlich auch als Anwender gewisse Regeln habe, gewisse Aspekte habe, wo ich mich dann auch mal ein Stück weit beugen oder fügen muss. Ja? Und da haben wir sehr viele spannende Projekte erleben dürfen, wo exakt das dann nachher so ein bisschen der Knackpunkt war. Ja? Der Patch Day am Dienstag? Nee. Das Update, das kann ich auch mal eben selber machen, ne? Auf einen Montagmittag oder so etwas. Oder wenn man sagt, zentral gemanagte Systeme und ich möchte gerne, dass die User keinen Root-Zugang haben, ja? Dann erklärt das mal einem Softwareentwickler, warum er jetzt keinen Root-Zugang auf einem Laptop eigentlich mehr bekommt. Ne? Das ist dann schon wiederum sehr, sehr, sehr interessant, die Gespräche, die man da eben führen kann. Und das ist dahingehend dann auch immer ein bisschen pikant, weil man auf der einen Seite ein sehr angenehmes Gesprächsumfeld hat. Und wenn man dann beispielsweise mal so ein Thema hat, wie dass man jetzt die Root-Rechte halt wegnimmt, das kann dann schon wiederum ja zu sehr interessanten
Diskussion halt kommen. Dementsprechend, ja, auch hier an der Stelle schauen, dass man da an einen Tisch kommt und exakt auf solche Parameter auch, ja, ein Stück weit achtet. Ne? Zusammengefasst, die Zielgruppe Admins, schauen, dass man berücksichtigt, dass das Arbeitsgerät, der Linux Desktop, dass man dort eine Trennung vornehmen kann, ja, zwischen dem eigentlichen Arbeitsgerät und den eigentlichen Projekten, die ich damit irgendwo habe. Ja, dass man nicht quasi alles irgendwo auf einem Laptop hat, sondern man guckt, dass man das ja, entsprechend sauber voneinander separieren kann, damit es eben möglich wird, dass ich den Laptop oder dass ich den Linux Desktop weitestgehend dann eben auch zentral managen, zentral verwalten kann. Ja, mit Turnschuh-Administration an der Stelle ist das nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Visierte Anwender nicht in ein Korsett zwingen. Nochmal Stichwort Root-Rechte. Ja, das kann für manche Leute etwas sein, wo man etwas wegnimmt. Und das ist grundsätzlich immer schwierig, wenn man Leuten irgendwas wegnimmt. Das heißt, da auf der Ebene auch schauen, dass man das vernünftig ausbalanciert. Und wenn man jetzt vorher vielleicht schon den Linux-Desktop hatte, der beispielsweise nicht zentral gemanagt war und ich konnte als Entwickler alles darauf irgendwo machen, inklusive Root-Rechte. Und jetzt kommt man her mit einem geordneten Konzept und einem zentralen Management-Konzept und dann nehme ich die Root-Rechte halt weg. Dann muss man sich überlegen, wie man das irgendwo spielt. Ja. Grundsätzlich vom eigentlichen Ansatz her, konzeptionell, was man verfolgen sollte, ist dieses Pet-or-Kettle-Prinzip. Ja. Also das Ziel zu haben, dass auch einen Desktop nachher schmerzlos in Anführungsstrichen ersetzbar sein kann. Ja, das wäre so nochmal mit ein entsprechendes Grundfundament, wenn man das auch nochmal inhaltlich rausstellt, gerade auch in Diskussion mit ja, versierten Usern, mit Admins, mit Softwareentwicklern, mit DevOps, dann wird da auch sehr schnell, überwiegen da auch sehr schnell die Vorteile, dass man dann auch dann vielleicht einen guten Konsens erarbeiten kann, wenn man wirklich gar keine Root-Rechte auf dem System haben will, beispielsweise. Ja? Das ist auch nochmal so ein Aspekt dabei. Die letzte Zielgruppe, die wir hier dann nochmal rausgearbeitet haben oder vielmehr mitgebracht haben, sind dann nachher auch die Kaufleute, also all die, die das so von einer kaufmännischen, also autorischen Sichtweise heraus sehen. Und da sind dann immer so Argumente oder ja, Diskussionsgrundlagen hilfreich, wenn man nochmal auf die Technologieabhängigkeit aufbaut und schaut, dass man auch nochmal unterstreicht, ja, es gibt tatsächlich auch eine verringerte Gefahr von der Herstellerabhängigkeit, im Vendor-Login eben ganz konkret. Ne? Das ist nochmal so ein Aspekt, den man da mit aufgreifen kann in diesen Diskussionen. Hochgradig interessant wird es, wenn man über Lizenzpool oder Rahmenverträge halt spricht, die man dann beziehen kann, aber eben nicht muss. Und das ist natürlich dann gerade wiederum aus dem Linux-Desktop-Kontext heraus wahnsinnig interessant zu bewerten, was will ich eigentlich machen auf meinem Desktop, ja? Ist es in Ordnung für mich und mein Unternehmen, wenn ich das auf einer, in Anführungsstrichen, Community-Distribution aufbauen möchte und kann? Oder kann ich das überhaupt? Oder aber brauche ich hier gegebenenfalls ja, eine Enterprise-Distribution und muss dementsprechend schauen, wie sind da die eigentlichen Vertragskonstrukte, wie ist da die jeweilige organisatorische Aspekte der Subscription in dem Kontext natürlich dann. Ne? Also das sollte man auch mit berücksichtigen und dann eben auch sehr, sehr, sehr früh, wenn das ein Thema sein sollte, dass es eine Enterprise-Distribution sein muss, eben mit den jeweiligen Kaufleuten aus dem Unternehmen ansprechen und andeuten. Ein Kontext oder ein Thema, wo ich gerne ein bisschen vorwarnen möchte, ist im Umfeld der längere Nutzungszeitraum der Hardware. Ja, ich glaube, aus dem Privatkontext kennen wir das irgendwo alle. Wir alle haben sicherlich irgendwo nochmal einen 10, 15 Jahre altes Laptop rumfliegen. Das haben wir vielleicht mal mit RAM erweitert und eine SSD irgendwie reingeschoben und einen Debian drauf und wir sind glücklich. Ne? So, dieses Bild kennen wir alle. Das ist etwas, das würde ich im Unternehmenskontext wirklich davon ja, abraten wollen oder zumindest mal darauf hinweisen wollen, dass das relativ risikobehaftet ist. Weil immer dann, wenn ich halt alte Hardware habe, wofür es dann auch vielleicht keinen Hersteller-Support mehr gibt, wofür es dann vielleicht auch irgendwann keine Ersatzteile mehr gibt, wird das
im Kontext von größeren Organisationen, und da rede ich jetzt über Linux Desktop in einem 3-, 4-, 5-stelligen Bereich, das ist diese Größenordnung, kann das unter Umständen sehr viel Supportaufwand verursachen, wenn ich diese ganz salopp uralt Geräte nochmal irgendwo mitschleppe. Ja, das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, je mehr Variation ich da irgendwo habe von meinen Endgeräten, ja, dass ich da vielleicht noch eine alte Generation mit der Version A habe, dann nochmal ein altes Laptop in der Generation B und vielleicht auch ein drittes mit dabei. Und davon habe ich keine Ahnung, nochmal so 500 Stück irgendwie in meiner Landschaft in Betrieb. Und dann habe ich nochmal weitere 500 Stück daneben. Das sind alles nagelneue Dinger, die vorgestern erst gekauft worden sind. Ich will mich überhaupt nicht dagegen aussprechen, dass es keine gute Idee ist, Hardware so lange zu nutzen, wie gerade irgendwo geht. Ja, auf gar keinen Fall. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass gerade wenn ich in so einen 5-, 7-, 10-Jahres-Bereich reinkomme, im Unternehmenskontext kann das sehr schwer werden und gerade auch an der Support-Ecke dann doch einiges an Aufwand mit sich bringen. Das sollte man einfach nur im Kontext eben auch berücksichtigen. Längere Nutzungszeitraum für Hardware-Komponenten ist natürlich dann auch was, worauf jemand, der sich kaufmännisch beschäftigt, dann auch sehr schnell reagiert. Ja? Insofern in solchen Diskussionen mit den Menschen aufpassen, dass man das vielleicht von Anfang an anspricht, dass man da aufpassen muss, dass das vielleicht dann nicht der Fall ist. Ja? Auch wenn wir uns gesamtgesellschaftlich schon sehr lange und auch sehr intensiv mit dem Thema Linux, mit dem Thema Open Source Software beschäftigen, ist es gerade bei Kaufleuten im Kontext der Lessons Learned, die jetzt auf der Folie, dann auch nochmal wichtig zu unterstreichen, dass Open Source jetzt nicht gratis bedeutet, ja, oder kostenlos. Das heißt, auch da, gerade bei der initialen Projektumsetzung, egal ob ich da mit einem externen Dienstleister zusammenarbeite oder nicht, ich habe initiale Kosten, die muss ich irgendwo berücksichtigen. Ja. Man hat eine andere Kostenstruktur, was laufende Kosten angeht. Man hat eine andere Kostenstruktur, was fortlaufende Optimierung und Modernisierungen angeht. Das muss man eben dabei berücksichtigen und nicht den Eindruck hinterlassen, Linux Open Source ist alles irgendwie kostenlos und gratis. Da muss man gucken, dass man das auch entsprechend in diesen Diskussionen mit berücksichtigt. Wenn ich mir Gedanken mache über Enterprise-Distribution, dann muss ich natürlich auch das berücksichtigen, ja, dass ich da Lizenzierungsmodelle habe, dass ich da Subscription-Kosten auch irgendwo habe. Die muss ich sehr früh dann auch irgendwo mit einpreisen vor dem Hintergrund der Fragestellung, was kostet denn nachher dann eben ein Client? Ja, das ist so eine Frage, die sehr häufig im kaufmännischen Kontext eben gestellt wird. Da darf ich natürlich solche Subscription-Kosten eben auch nicht vernachlässigen. Support und Optimierungsaufwände, das Einführen, das Umsetzen von einem Linux-Desktop ist das eine Thema. Der fortlaufende Betrieb und die Optimierung natürlich aber auch eben das andere. Ja? Wenn so ein Werkzeug einfach mal da ist, dann ist das keine gute Idee zu sagen, ist jetzt fertig, hier bitteschön und ganz viel Spaß damit. Ja? Sondern man sollte dann eben auch schauen, dass man dann zumindest mal eine grobe Idee davon hat, wie gestalte ich eigentlich die nächsten Jahre halt eben aus, dass ich hier auch das System, das Werkzeug, die Umgebung, die ich geschaffen habe, entsprechend ja optimieren und auch eben supporten kann. Ja. Wenn wir dann mit Kaufleuten über die eigentliche Budgetierung von so einem Vorhaben sprechen, sei es jetzt das Initiale oder auch die fortlaufenden Aspekte, die man da hat, dann haben wir gelernt, dass gerade so die Aufwände für die initiale Migration und die Entwicklung von so einem Linux auf dem Desktop-Projekt sehr häufig unterschätzt wird. Ja, man kann schon fast sagen, eigentlich immer. Ja, das heißt, auch an der Stelle, wenn ihr diese Gespräche führt, habt bitte mit dem Hinterkopf an die Aufwände für die eigentliche Migration und die Entwicklung von dem Kontext zu denken und zu berücksichtigen. Genau. Das waren so diese drei großen Zielgruppen, die wir bei diesem Projektkontext immer quasi so mit an Bord haben. Ich möchte jetzt hier auf den nächsten beiden Folien nochmal mitgeben, was sind so die Aspekte, die ich berücksichtigen kann, wie kann so ein Projekt irgendwo gelingen. Automatisierung und Versionierung, zentrales Management, wir haben es gerade eben schon mal angerissen. Macht euch Gedanken dafür, wie kann ich eine Software-Automatisierung umsetzen und auch eine Versionierung sogar der jeweiligen Konfiguration.
Ja, je breiter die eigentlichen Hardware-Plattformen sind, die ich in der Landschaft in Betrieb habe, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich endgerätespezifische Konfigurationsparameter habe. Da muss ich eine Antwort drauf haben, wie ich das irgendwo vernünftig nachhalten kann, dass ich es auch eben zentral managen kann. Ja? In einer idealen Welt ist ein Client, also jetzt nicht der Klient im Sinne von einem Kunden, sondern dann der Laptop oder das Endgerät, was da irgendwo eingesetzt wird, Kettle, kein Pad. Ja, so, das ist das Thema. Macht es mit einem Active Directory oder eben nicht? Was heißt das inhaltlich? Nur sehr selten stehen wir bei solchen jeweiligen Projektkonstellationen da und finden eine grüne Wiese, ja, wo noch keine Umgebung geschaffen ist, wo es noch keine Backend-Infrastruktur gibt. Das ist typischerweise alles schon da in dem Unternehmen, in der Organisation. Ja. Das heißt, aus Desktop-Sichtweise heraus muss ich mir auch Gedanken darüber machen, wie sieht mein Recht- und Rollenmanagement aus? Wo ist Autorisierung? Wo ist Authentifizierung? Ja? Und es ist dann nun mal halt so, dass irgendwo ein AD oder ein Active Directory ist halt, ein Active Directory Federation Service ist halt irgendwo da. Macht euch Gedanken darum, wie kann ich mich daran andocken, wie kann ich das nutzen, weil es eben schon da ist und nicht den Aspekt haben zu sagen, jo, wir bauen hier jetzt den Linux Desktop auf mit unserem eigenen Verzeichnisdienst beispielsweise und schaffen hier so eine Insellösung. Das ist ein Ansatz, wo wir sagen, kann man machen, ja. Muss man sich aber auch bewusst sein, was man dann da macht, wenn man diese Insel halt irgendwo schafft. Ja? Dementsprechend daran denken, es gibt schon irgendwo Backend-Infrastruktur und im einfachsten Fall oder im Idealfall dockt man sich daran an, dass man den Linux-Desktop eben in den Fokus stellt und nicht die jeweiligen Backend-Services dahinter. Genau. Auf einer in Anführungsstrichen weichen Faktoren-Betrachtungsweise, was ist so ein Aspekt, wie ein Projekt gelingen kann, die Anwender sehr früh mit einbeziehen, ja, wenn wir in Proof-of-Concept-Phasen sind, wo wir also schon einen Client haben, den wir irgendwo umsetzen können, dann sollten da die eigentlichen Anwender schon auf jeden Fall mit am Tisch gesessen haben. Man sollte auf jeden Fall schon mit denen sprechen. Je früher, desto besser, kann man da eigentlich so als Grundsatz sagen. Ja. Das heißt, auch schon in der Proof-of-Concept-Phase schauen, dass man dort, ja, Key-User jagt man da so schön, ne? Leute mit in seinem Team hat, zu denen man auch ja, vielleicht einen persönlich freundschaftlichen Draht hat, ne, wo man auch mal irgendwas zeigen kann, was abstimmen kann und eine erste Meinung hören kann. Wie kommt das eigentlich an? Wie funktioniert das? Geht das in die richtige Richtung? Ja oder nein? Anwender so früh wie möglich mit einbeziehen. Entwickler, DevOps, Admins, Technologen, wie wir sie gerade eben nochmal rausgearbeitet haben, nicht in ein Korsett zwingen. Ja, wenn man denen beispielsweise jetzt alles wegnimmt, alle Annehmlichkeiten wegnimmt, die vielleicht vorher so gewohnt waren oder jetzt nur noch ein ganz starres zentralen gemanagten Linux-Client halt vorsetzt, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man ein Linux-Desktop-Client-Projekt eben umsetzt, der überhaupt nicht genutzt wird. Ja, also das durften wir auch schon sehen. An anderen Projektkonstellationen, da steht dann irgendwas auf dem Schreibtisch halt drauf und was unterm Schreibtisch steht, das ist das eigentliche Arbeitsgerät, womit es umgesetzt wird. Paradebeispiel, wie schaffe ich eigentlich Schatten-IT in meinem Unternehmen und ja, das gilt es natürlich auch zu vermeiden. Insofern, versierte Anwender, Technologen nicht in ein Korsett zwingen. Wenn es dann doch mal zu einem Punkt kommt, wo man sagt, na, ich brauche jetzt gerade mal irgendwie Root-Rechte, ich brauche jetzt gerade mal irgendwie Sudo-Rechte und man hat dann so das Prinzip Gießkanne und gibt das dem, aber seinem Kollegen halt vielleicht nicht oder gibt das der, aber nicht abteilungsweit, man hat so dieses Prinzip Gießkanne, da muss man wirklich schauen, wie geht man damit um, die Individualisierung, gerade auch bei solchen Aspekten, überall da, wo ich von meinem zentralen gemanagten Ansatz abrücke, das führt eben zu Problemen. Das heißt, auch da aufpassen, wenn man sowas mal macht, temporär als Notlösung, alles irgendwo denkbar, ja, aber dann doch eben schauen, dass das einfach nicht ausartet, Prinzip Gießkanne, das wird nachher ganz, ganz, ganz schwierig sein, solche Auswüchse dann wieder irgendwo, ja, einzufangen. Wenn ich also ein Projekt angehen möchte und ich überlege mir, was sind das so für verschiedene Phasen, für verschiedene Schritte, die ich da angehen will, dann habe ich hier auf der Folie nochmal ja, so einen exemplarischen, in Anführungsstrichen, Ablaufplan mitgebracht. Was sind das so für unterschiedliche Punkte, die ich auf jeden Fall in meinem Kontext der Projektumsetzung berücksichtigen sollte?
Zuallererst eine Bestandsaufnahme und Evaluierung. Ja, das heißt, wirklich zu den Anwendern gehen, verstehen, wie wird gearbeitet, wie ist der Schmerz, gibt es entsprechende Fachverfahren, auf die gesetzt werden müssen, mit denen ich mich auch noch irgendwo beschäftigen muss, um da auch schon sehr früh ein Ergebnis zu haben, passen Erwartungshaltung von so einem Projekt und Anforderungen von den eigentlichen Usern auch übereinander. Kann das Projekt so funktionieren oder halt eben nicht? Und man kann auch Gespräche haben, wo man direkt schon in dieser sehr frühen Phase sieht, die sitzen alle an irgendeiner super CAD-Anwendung den ganzen Tag und die gibt es nur für dieses eine große dominierende Betriebssystem und da gibt es auch keine Alternative zu. Dann gibt es auch Konstellationen, wo man eben auf Abstand gehen muss. Ja, aber das ist eben sehr wichtig, das tatsächlich so früh wie möglich in der eigentlichen Projektphase rauszuarbeiten. Wenn wir dann einen Schritt weiter gehen, dann ist es aus unserer Sichtweise heraus sehr empfehlenswert zu sagen, man geht die eigentliche Konzeption an. Das heißt, ich überlege mir ein, wir nennen das gerne Grobkonzept, wie sieht so ein Proof of Concept eigentlich aus und baue den dann tatsächlich auch iterativ auf und führe dann diesen eigentlichen Proof of Concept anschließend in die Pilotphase und im Idealfall natürlich auch nachher in die Produktion. Das hat den ganz großen Vorteil, dass man an der Stelle schon mit einem Proof of Concept auf die Anwender zugehen kann und sagen kann, hier, schau mal, guck dir das mal an, hast du Feedback, hast du eine Meinung dazu? Ja? Und man entwickelt diesen sehr frühen Proof of Concept einfach nur über die Pilot- und Produktionsphasen weiter, wie sich es dann nachher auch tatsächlich unternehmensweit ausrollen kann und dann auch in Betrieb nehmen kann. Das ist so die Idee mit dabei. Ja? Wenn das Themen sind, wo ihr sagt, oh jo, interessant, spannend, das müsste ich aber auch irgendwie budgetär mit berücksichtigen, weil die Kostenstruktur nun mal so aussieht in meinem Unternehmen, ich möchte mit einem externen Dienstleister zusammenarbeiten, beispielsweise so etwas, dann agieren wir ganz gerne mit so einem iterativen Vorgehen, mit einem gewissen Maximalbudget, was man da einfach mal setzt, ja. Und da hat man dann auch nochmal so einen kaufmännischen Rahmen, in dem man da unterwegs ist. An der Stelle klingt ein bisschen komisch, der Buchtitel, kann ich aber wirklich besten Wissens, Gewissens empfehlen, der agile Festpreis. Ja? Also das ist tatsächlich so etwas, was man sich mal anschauen kann, wenn man sich fragt, wie schätze ich sowas eigentlich ab? Wie baue ich ein Projektbudget für so eine agile Vorgehensweise auf? Wenn wir dann irgendwann an einem Punkt angekommen sind, wo wir sagen, wir haben jetzt die Konzeption soweit abgeschlossen, wir haben da jetzt einen entsprechenden Linux-Desktop auch so in Einsatz, dann geht es darum, das Ganze auch eben unternehmensweit auszurollen und wirklich auch für alle Leute, die es einsetzen möchten, zur Verfügung zu stellen. In dieser Projektphase empfiehlt es sich, eine sogenannte, oder ja, wir nennen das gerne so, Hypercare-Phase einfach mal vorzusehen. Das heißt, sich bewusst vor Augen zu machen in den ersten Wochen und Monaten, wo ich meine jeweiligen Abteilungen quasi auf den neuen Desktop migriere, sich da vor Augen zu führen, dass es dort mehr Aufwände geben kann, die nachher dann beim Support oder beim Helpdesk auch eben aufschlagen. Ja. Wenn man das von einem Projektteam aus macht, dann kann man in der Hypercare-Phase beispielsweise auch schon berücksichtigen, dass man da vielleicht noch jemanden aus seinem Team, der das Ding mit aufgebaut hat, mit konzeptioniert hat, auch dann quasi mit dabei ist und ein Stück weit auch grundlegende Fragen nochmal darstellen kann und auch eben beantworten kann. Das ist etwas, das man mit berücksichtigen sollte. Wenn man dann im Rollout ist und der Linux-Desktop wird angenommen, dann sollte man schauen, dass man in der Go-Live-Phase nicht sagt, ist fertig und viel Spaß, bis später, nächstes Projekt, sondern tatsächlich dann sich dann auch Gedanken dazu macht, wie sieht der Regelbetrieb aus, wie mache ich Patching, wie sieht es aus mit Optimierung, wie sieht es aus mit Weiterentwicklung, ja, also all das, was dann quasi fortlaufend noch eben kommt, das wäre dann hier so der letzte entsprechende Punkt, wie so ein exemplarischer Projektablaufplan dann tatsächlich auch eben aussehen kann. Ja, fassen wir die letzten Minuten, die letzten Folien nochmal zusammen. Was sind so die vier aus meiner Sichtweise heraus wichtigsten Punkte im Kontext von Linux-Desktop-Projekten, im Kontext von Linux-Arbeitsplätzen im Unternehmenseinsatz? Benutzerfreundlichkeit ist wichtiger als Features und Funktionen. Ja? Das ist ein Werkzeug, was wir hier konzeptionieren, ein Werkzeug, was wir hier implementieren und umsetzen. Und es soll jetzt nicht primär darum gehen, die neueste Technologie, das neueste Open-Source-Software-Projekt irgendwo umzusetzen und anzugehen, sondern tatsächlich den User mit seinen Abläufen, mit seinen Bedürfnissen in den Fokus zu stellen. Wir wollen ein Werkzeug für den Menschen quasi entwickeln. Ja? Das ist das Bild.
in solchen Gesprächen, gerade auch zu Anfang der Konzeptionsphase, Erwartungshaltung, Anforderungen werden sehr, sehr, sehr häufig unterschätzt, ja. Gerade auch, wenn man mit Kollegen und Kolleginnen zu tun hat, die dann vielleicht sogar auch schon mal solche Projekte oder solche Ansätze zu Hause umgesetzt haben. Ja, ist überhaupt gar kein Problem. Ja, kann man doch mal eben so, ne, installieren und dann geht es irgendwo los. Ist im Unternehmenseinsatz mit einem zentral gemanagten Kontext dann doch ein bisschen was anderes. Erwartungshaltung, Anforderungen werden typischerweise unterschätzt. Das muss man einfach berücksichtigen. Den Linux-Desktop passt für viele, aber nicht für alle, haben wir gerade eben nochmal erwähnt. Das heißt, auch hier, es wird immer wieder Befürworter und Gegner geben, die allen, die sagen, hey, super toll, endlich das was machen, warum hat es so lange gedauert? Und dann wird es auch wiederum andere Leute geben, die sagen, ui, ja, nee, also ob wir das jetzt so machen müssen, Linux-Desktop, weiß ich nicht. Schaut, dass ihr diese beiden Position wirklich auch an einen Tisch bekommt, ja? Und dann einen Konsens rausarbeiten, wie kann so ein Projekt umgesetzt werden. Und anschließend, und das finde ich eigentlich den wichtigsten Punkt an dieser Stelle, die Entscheidung gemeinsam treffen. Ja? Es wird nichts bringen an dieser Stelle, wenn ich wirklich sage, das ist jetzt Order Mufti und ich gebe das von oben nach unten einfach mal vor, das machen wir jetzt so und damit irgendwo basta. Das möchte ich an der Stelle hier jetzt so nicht empfehlen, sondern tatsächlich den Konsens herauszuarbeiten und die Entscheidung gemeinsam treffen. Und das sind so die vier Aspekte, Take-Home-Messages rund um Linux auf dem Desktop-Projekt im Unternehmenseinsatz, die ich hier euch ganz gerne mitgeben möchte. Ja, das war's von mir soweit. Wenn es an der Stelle noch Fragen gibt, dann haben wir noch ein bisschen Zeit und können gerne diskutieren. Darauf freue ich mich. Ansonsten sage ich dann einfach mal, gibt es eine Frage? So, hörst du mich? Hör ich doch deutlich, ja. Perfekt. Also, er hat sogar relativ gut funktioniert. Wir haben ja im Moment noch ein paar technische Probleme hier. Und, okay, jetzt kommt gerade was rein. Ich gucke einmal kurz drüber. Also eine Frage ist es nicht wirklich, aber ich lese einfach mal vor. Ich verstehe den ganzen Aufwand nicht. So gut wie jeder kann ein Smartphone bedienen und kommt mit der ganzen Oberfläche und anderen Bedienkonzepten klar. Nur am PC klappt das nicht. Ja, ist ein interessanter Punkt. Es gibt diese scheinbar unlösbare Verbindung, ne? Zwischen der eigentlichen Arbeitsaufgabe und dem dominierenden Betriebssystem. Und da im Unternehmensansatz was Neues irgendwo fortzusetzen, das ist schon einfach interessant, auf was für Widerstände man dann eigentlich stößt. Während man vielleicht dann im privaten Umfeld, wenn es eine neue Version von meinem, was weiß ich, Android oder iPhone irgendwo gibt, das dann einfach halt so macht und so irgendwo umsetzt. Das ist im Unternehmenskontext schon was anderes, ja. Das stimmt. An der Stelle, wenn man solche Diskussionen führt, dann eben auch schauen, dass man sehr früh einfach auf die Leute eben zugeht und ein Feedback eben einholt. Ne? Genau. Ja. Ja, ich weiß nicht, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, so aus dem... Das wäre jetzt so das Einzige, was da jetzt gekommen ist. Also es kam über YouTube rein. Und von daher würde ich sagen, hast du denn deinen Vortrag auch soweit erfolgreich abgeschlossen? Dankeschön, vielen, vielen Dank. Dann wahrscheinlich ein schönes Wochenende für dich. Danke, für euch noch eine schöne Veranstaltung, schöne Grüße nach Kiel und nochmals danke für die Orga. Ja, macht immer unfassbar viel Spaß. Ja, wunderbar. Dankeschön, schöne Grüße, ne? Jo, tschüss. Tada.